This afternoon's broadcast will bring to you the first act of Beethoven's opera Fidelio, conducted by that master of the baton, Arturo Toscanini. Festival in Salzburg in Austria. Our Austrian stations are now being relayed to many European stations. Aufgeführt wird im Festspielhaus. Nous allons vous faire entendre. You are going to hear Fidelio, dirigent, chef d'orchestre, conductor Arturo Toscanini. Orchestra, Divina Philharmonica, Chor, Divina Staatsoper. Florestan, Koloman von Pataki. Leonore, Fidelio, Lotte Lehmann. Don Fernando, Caro Pisucci. Don Pizarro, Alfred Jarger. Rocco, Anton Baumann. Marceline, Luise Helles Gruber. Giacchino, Hermann Gallos. Erster Gefangener William Wernick, zweiter Gefangener Karl Eppel.
Thank you.
Fidelio ist nicht zurück. Nein, Papa. Die Stunde naht, wo ich den Gouverneur die Briefkasse bringen muss, die Fidelio abholen sollte. Er warte mit Ungeduld. Ich will mal über den Kriegern da. Da ist er, Sheriff. Doch, Christoph. Wir benachrichtigt. Arme Fidelio. Sieht mal, hast du dich zu viel aufgeladen. Warum hörte ich schon was auszumachen? Und wen hast du da reingelassen? Ja, ja. Du bist brav. Man kann eifrig und nicht verständlich sein. Ich habe dich aber auch mit jedem Tag lieber. Nicht sei versichert. Dein Lohn soll nicht ausbleiben. Du glaubst nicht, dass ich meine Schwierigkeit des Lohnes sehe. Mein Blut. Könne dir nicht im Herz. Thank you.
König auch nicht weiß, wo und wann du auf die Welt gekommen bist, so weiß ich doch, was ich tue. Ich mache dich zu meinem Tochtermann. Sobald der Gouverneur nach Sevilla gereist sein wird, den Tag nach dem Abreise, gebe ich euch zusammen. Darauf könnt ihr rechnen. Was machst du denn für Verlegenheit? Nun, meine Kinder, ihr habt euch doch recht ernst. Aber das ist noch nicht alles, was zu einer guten Haushaltung gehört. Man braucht auch. Ach, man ist das Gold, mein Leben kann man nicht ganz richtig sein. Zwei Jahre. Oh,
Er muss ein großer Verbrecher sein. Oder er muss große Feinde haben. Hat er nie erfahren können, woher er ist und wie er heißt? Wie oft hat er mit mir von alledem reden wollen. Ja. Aber für uns dann ist es am besten, so wenig Geheimnisse als möglich zu wissen. Nun, er wird mich nicht lange mehr quälen. Ich kann nicht mehr lange mit ihm dauern. Seit einem Monat wird der Kapitän seine Pension kleiner machen. Jetzt. Binnen 24 Stunden nur mehr 2 Tonnen schwarzes Brot und eine halbe Maß Wasser. Eigentlich den Schein einer Lampe, ein Strohmeer. Warum, Herr Vater, sind Sie denn so lahm? Ich könnte ja nicht ertragen. Warum denn nicht? Ich habe Mut und Kraft. Oh, my God.
Thank you.
von heute beseitigt zu sehen, lassen Sie augenblicklich zu Trompeter in die Nase. Verstehen Sie? Augenblicklich? Du hast ja mir den Kopf dafür. Deine Ferne, du bist ja
We are back in America once more, having returned from Salzburg, Austria, where you heard a portion of Beethoven's opera Fidelio, conducted by Arturo Toscanini and presented as a part of the Salzburg Music Festival.